ich so viele Fehler begehe oder schon begangen habe. Es ist wie Gott, oder es ist, als würde mich Gott stoppen in meinen Gedankengängen und würde mich davor bewahren, irgendetwas Schlimmes zu kreieren, eine Maschine für irgendwelche unfathomable reasons, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Was kann denn daran schlimm sein, mehr Konversation oder mehr Gespräche und Kontakt herzustellen? Ist das eine böse Sache? Also der Herr Bell, also der Erfinder des Telefons quasi, hat sich natürlich scheinbar auch Gedanken darüber gemacht. Oh, guck mal, es hat sich zusammengesetzt. Ob seine Erfindungen nicht schlecht sind. Dieser Schlüssel macht mich wahnsinnig. Ich würde ihn gerne irgendwo reinstecken. That's what he said. Ah, Entschuldigung. Na, Ulumulu. Alles klar bei dir? Ich bin immer noch dabei, ja. 8, 9, 10. Ready or not, here I come. Do you remember? Okay, haben die wohl Verstecken gespielt? Ja, und ich bin auch schon echt leicht verzweifelt. Aber das würde ich nie zugeben. Ich glaube, ich mache auch gleich mal ganz kurz eine Trinkens- und Pipi-Pause. Mal gucken. Noch halte ich es aus. Das Spiel erinnert mich an Dear Esther. Ist das nicht ein Horrorspiel, Dear Esther? Ich kenne das leider nicht. Du musst alle Erinnerungen finden und dann die Musikbox starten wahrscheinlich. Welche Musikbox denn? Das Spiel macht mich wahnsinnig. Es gibt hier noch irgendwie einige Dinge zu tun und ich weiß nicht welche. Es ist so schrecklich. Ich komme nicht weiter. Was mache ich mit dem Obstgartenschlüssel? Hier gibt es doch nirgendwo einen Obstgarten. Ich habe noch keinen gesehen. Also Horror ist das nicht. Falls du mal Zeit hast, kannst du bei YouTube nachschauen. Werde ich mal machen. Dankeschön. Ach, hallo. Apropos Ulu. Pass auf, ich habe mir Alex mal angeguckt, ne? Also das, was du gesagt hast, was von Nordic Games irgendwie bald raus oder angekündigt war für 2016, 17. Das, also ich meine, da sieht man jetzt noch nicht viel, aber das eine Bild ist schon mal mega geil. Einfach so ein Typ mit so einem fetten Schwert auf dem Rücken. Also so Witcher-mäßig. Das war mega krass. Zu Hause. Ja, Michako, danke.
Ich glaube aber, dann geht das Spiel weiter. Und ich wollte ja hier die kleinen Rätsel noch lösen, die es hier zu lösen gibt, obwohl ich gerade nicht weiterkomme und total verzweifelt bin. Ich würde das trotzdem gerne noch lösen. Ja, hier, Alex. Ich fand, das sah auf jeden Fall sehr geil aus. Also, dieses eine Bild hat mich schon echt geflasht. Ich freue mich, wenn da irgendwie mal Videomaterial zu rauskommt. Wie das so sein soll, aber es sieht sehr cool aus. Also, ich stelle es mir schon sehr cool vor, sagen wir mal so. Stimmt, A Lover's Note. Auf jeden Fall, wenn dieses Alex, das würde ich auf jeden Fall auch spielen. Das schon sieht gut aus. Tabletten. Ich bin echt gerade, echt, ich bin überfragt. Ich weiß gerade nicht weiter. Ernsthaft nicht. Gar keinen Plan. Um jetzt diese Kernerinnerung, wir können uns ja mal die Kernerinnerung angucken. Ich hoffe, das geht dann noch nicht weiter. Fünfundfünfzig Minuten? Wir spielen doch schon länger als 55 Minuten. Wir spielen doch schon fast 4 Stunden. Speichert er das denn nicht? Hä? Sechsundfünfzig Minuten, ja, genau. Natürlich. Sicher. Ach, hier. Ach, wie cool. Git. Autsch, das tut ja weh in den Augen. Alter. Alles so verschwommen und dunkel hier. Ah, Kamera und irgendwie Dingens, Pinsel.
Ja, aber irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge oder was? Nee. Also Geburtstagsparty ist eine zentrale Erinnerung. Du musst wahrscheinlich öfters die Gebiete aufsuchen. Ach so. Ach so, muss man dann wieder zurück? Ach so, deswegen kommen wir vielleicht gar nicht weiter. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. In der Hoffnung, dass der Michaku recht hat, dass man einfach mal wieder zurück kann. Wenn nicht, dann bist du schuld. Ah, jetzt ist hier das Tor offen. Fortschritt. Woo! I love the sound of the river. Ich auch. Boah, würde ich da jetzt gern rein. Pinwheel Industrial Center. Ah! Ach so. Ah. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt, deswegen kleiner Schrei. Entschuldigung, ich musste echt was trinken. Es ist so blöd, es ist immer noch so heiß. The area of the mine that you've just entered seems to be outputting a variety of important memories. There also seems to be a strong signal coming from within it that appears to be in line with what we'd expect from the artifact. The item we're after to make you stronger. With dementia, it's often the patient's short-term memory that begins to falter first.
We can use older memories as a seed to help rebuild and validate our patient's life story. The artifact should also help us to avoid another relapse, whilst allowing us to target the amyloid plaques that cause our patient's brain cells to die in the first place. Okay, ich habe das jetzt nicht alles verstanden, aber ich glaube, bei Demenz ist es so, dass die neuesten Erinnerungen als erstes vergessen werden. Habe ich jetzt gar nicht alles so mitbekommen. Ich glaube, dass man dann tatsächlich einfach die Gebiete wieder wechseln kann, also hin und her. Das wäre natürlich sehr geil. Okay. No naked flames. Keine nackten Flammen. Ach so, klar. Eine Taschenlampe. Ich nehme sie mit, weil ich kann. Ehrlich gesagt finde ich das Ding ziemlich cool. Dr. Shepard, nee, wie war das? Commander Shepard. Die Reaper greifen an. Nein. Okay, ich gehe mal weiter. Und wer Commander Shepard nicht kennt, der soll sich schämen. Schämen! Mary P. Ach, guck mal. Allerdings, Mary P. Mary P. Was war denn nochmal mit P? Scenic House Pressure Relocation. Okay. Unten, oben, Mitte. Ist Arsen nicht Gift? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das... Weak. C7 Arsenic House Pressure Control. Hier gibt es schon wieder so viel zu tun. Und hier liegt auch schon wieder so ein Ding rum. Hundert, 300, 200, 212. Ach so. It's not going to get any better. This isn't going to get any easier for anyone. It says here that arsenic was a very useful byproduct of the tin refining process and is still used in many medicines and foods. The miners ground and burnt out any unwanted materials and then exported it for money. But in these quantities, it was extremely lethal. Accidents here were often fatal. Let's find out what happened here. Also dieses Arsenic ist wohl irgendwie giftig und es wurde in der Mine abgebaut oder als Nebenprodukt in der Mine entstanden. Und wird noch in Essen, was Food und Drinks oder so benutzt. Das fand ich gerade irgendwie schade, dass es das nicht auf Deutsch schon gibt. Aber machst du nix. Well, I must say, I'd hoped this case would have been solved by now. I know, I should take some of the responsibility. But I have given you every resource imaginable to complete this restoration. Just remember,
that all of this funding is lost if you don't do your job effectively and find that artifact. Naja, alles ist egal, wir sollen nur dieses Artefakt finden. Ach, ich mag die Musik. Tiefe. Miner Station. Ist Miners Dry? Miner oder Minenarbeiter trocken? Arsenic House? Ore Tramming, also die Kohlebahn da? Mill Management, Müllhalde oder was? Management, keine Ahnung. I don't know. Und hier ist schon wieder so ein Zahlenschluss. Brimcliff Mine. Captain assigned to the mining operation. Sean, Chris, Jake. Pinwheel Post, 1. Februar 1961. Die Brimcliff Mine geht in neue Hände oder wird an andere Menschen übergeben quasi. Struggling Company, kämpfende, was weiß ich, oder fast untergehende Fabrik, wie auch immer. The Brimcliff Mining Cooperative has agreed to be bought. Also die Brimcliff Mining Cooperative hat dazu zugestimmt, für 1,3 Millionen Pfund gekauft zu werden. Die Brimcliff gab zum... Ich bin echt durch, glaube ich, gerade. Oder gaben an, dass ihre Mitbieter, die Cornish Mining Co., auch angeboten hat, eben die Brimcliff-Mine zu kaufen. Mit dem Kauf... Mit dem Kauf der Mine wurden alle Investments und also alle Geld... Geschichten da und Assets, was auch immer das an Tespin, wurden übergeben an die neuen Eigentümer, which includes the struggling Brimcliff Tin Mine, welche die kämpfende oder die diese andere Brimcliff Mine, in der wir vorhin waren, glaube ich, mit beinhaltet. Die Brimcliff Mine, die ist jetzt seit über 100 Jahren aktiv, steht unter finanziellem Druck. Die lokale Minen-Company hat es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, die ganzen Kosten zu tragen, die da immer anlaufen. Ja, auf jeden Fall war ein Verkauf der Mine irgendwie unumgänglich. Vor allen Dingen, nachdem da irgendwie 23 Minenarbeiter ums Leben gekommen sind. Ore Tramming. Gott, das ist schon wieder so ein Riesengebiet. Hier ist noch eine Erinnerung. Locked, clear. It seems that the patient is getting a little agitated. Not to worry though. They always get worse before they get better. With that said, I have been warned about, well, pushing these experiments too far. But I feel like I can trust you. You will keep this just between us. Okay, also irgendwie geht's dem Patienten wohl nicht so gut und das ist jetzt hier wohl mehr ein experimentelles, keine Ahnung, was Projekt, was wir gerade machen. Wir sollen bloß nicht sagen, sie vertraut uns. Keine Ahnung.
Also hier ist wohl die Liste Ore-Tramming, die Rohstoffe, wie die eben mit, also weil diese Loan da, keine Ahnung, werden die irgendwie hochgebracht. Wahrscheinlich müssen wir das ganze Ding hier wieder zum Laufen bringen oder so. Guck mal hier noch, Pressure Control. Nee, das war falsch. Release. Okay, das geht nicht. Brauchen wir wohl noch irgendwas? Parts Request, Wheels, Teile oder Nachfrage von Teilen, Räder. Industrial Parts Request Nummer 345. Aufgrund der Probleme der Müllentsorgung oder was in der Mine. Einige von den Wagen used to move the ore and rocks on. Müssen, also die Wagen müssen auf jeden Fall repariert werden, weil sie eben so viel Kohle und Steine transportieren müssen und sind deswegen irgendwie in schlechtem Zustand. Hauptproblem sind dabei die Räder der Wagen, weil die ganze Zeit oder weil die immer wieder rosten. Weil die halt immer wieder mit Wasser in Kontakt kommen, während sie eben die Ore, also die Kohle und so einsammeln. Once rusted, the wagons are pretty much. Sobald die verrostet sind, die Wagen, kann man die halt auch gar nicht mehr benutzen. Das bezieht sich auf folgende Teile: 16 Wagenreifen und 8 Achsen braucht der Herr Lewis. This doesn't seem like the right way. Ja, toll, Jean. Schön. Hammer, Hammer. I'm going to assume someone borrowed my hammer with the intention of returning it. Ich glaube, jemand hat. Ich gehe davon aus, dass jemand meinen Hammer ausgeliehen hat mit der Intention, ihn wieder zurückzugeben. Ich erwarte, dass er wieder da ist, wenn ich zurückkomme aus den Minen. Ja. Das sieht ja wunderschön aus. Mach mal wieder zu. Ich mag das nicht. Toiletten, ey. Toiletten in Spielen sind sowieso gruselig. Auf jeden Fall scheinen ja hier die Sachen, die hier abgebaut werden, ziemlich giftig zu sein. Die tragen ja alle irgendwie Schutzmasken. Important Notice. Wichtige Nachricht. Ore-Tramming Levels are unacceptable. Also keine Ahnung, Levels sind nicht akzeptabel. Minenarbeiter müssen ihre Quote erfüllen. Take any measures necessary in order to increase tramming of ore. Wir müssen halt alles in die Wege leiten, um eben das Maximum an Quote, was weiß ich, da rauszuholen, was die da aus den Minen holen. Notice to all miners. Miners caught smuggling ore will be prosecuted. Also, Minenarbeiter wurden dabei erwischt, wie sie eben Kohle geschmuggelt haben. Es werden einfach es werden Random Searches gemacht, also quasi stichprobenartig wird überprüft. Alle Minenarbeiter werden dazu aufgefordert zu kooperieren. You don't say much, do you? Alter, ich rede hier die ganze Zeit. You don't say much. Willkommen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Ich bin jetzt schon lost. Also ich bin jetzt schon verloren. Keine Ahnung mehr, wo wir herkamen.
Holiday, Ferien, Warden. I'd like to ask for a day's paid holiday this coming May. First, so I can spend the day off with my family. Ich wollte dich fragen, ob ich nicht einen bezahlten Tag Urlaub nehmen kann am 1. Mai, damit ich den Tag mit meiner Familie verbringen kann. Ich verspreche, dass ich danach in extra Schichten arbeiten werde, um die verlorene Zeit rauszuholen. Das ist der erste Urlaub, den ich beantrage in 2 Jahren. Und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du das möglich machen könntest, Sean. Oh, ein Geschenk. Ist das ein doppelter Boden? Das ist ein doppelter Boden. Lockercodes. Cool. Nehme ich mit. Ich glaube, alle Informationen sind zu Hause im Keller. Ach so, an der Pinnwand meinst du, ne? Druck. I feel conflicted. Ich fühle mich irgendwie im Konflikt. Es gibt keinen Weg in die Hölle. Was? There's no way in hell. Es gibt... Ach so. Es gibt keinen gottverdammten Weg, um diese Arbeit irgendwie effektiv zu machen. Und ich bin nicht streng genug mit meinen Arbeitern. Ich hoffe einfach, dass sie wissen, dass ich es nicht so meine. Ich bin halt so hart, damit wir die Arbeit rechtzeitig schaffen. Is it just a line, don't make an adequate turnover. And the local economy relies on these shipments. Und also der ist halt einfach so hart drauf, damit es halt die Quote erfüllt wird. Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn ja tun. I just wish that I didn't let it get on top of me sometimes. Ich hoffe einfach nur, dass es mich manchmal nicht zu sehr belastet. Ich kümmere mich, oder ich möchte einfach, dass es denen gut geht bei der Arbeit. Ich weiß, dass es eine große Last ist, in der Mine zu arbeiten, und dass es auch eine große Last auf meinen Schultern ist. Und sogar mein Rücken fängt an weh zu tun. Warden. Ja, ach so. Ja, die Informationen sind alle im Keller, aber ich weiß nicht genau, wie viele Informationen der übernimmt. Disciplinary. Tasks for the day. Also Aufgaben für den Tag. An der Disziplinaraktion mit möglichen Suspensions for Sean. Für Sean. Also mit der möglichen Suspensierung heißt das so? Bin gerade echt schon durch. We've had working that he's been stealing. Also, uns wurde gesagt, dass er gestohlen hat oder Materialien aus der Mine gestohlen hat. Aber ich mache das erst, bevor ich meinen Kaffee hatte, mache ich gar nichts. Oh, ist mir direkt sympathisch, der Mann. Abgelehnt, Mr. Lewis. Es tut mir leid, ihm mitteilen zu müssen, dass die neue Expedition oder das Synode. Ich kann es nicht autorisieren. Synode used in the depths as a continent core repairman. I consider it part of your job to find manual solution to the problem. If you need assistance with it, please don't hesitate to contact you again. Ach krass! Industrial Center. Pinville Village, Pinville Industrial, Brimcliff Mines. Wo sind wir denn jetzt gerade dann? Industrial Center. Ich weiß gerade nicht, ich würde gerne die Sachen ablegen. Ich mache das jetzt mal Pinwheel Industrial. Da lege ich das jetzt mal hin.
Und dann gehe ich mal ganz kurz nach unten. Ach, hier. Ach, cool. Ach, geil. 0427. Hey, board a stamp. Don't forget to post the order for your Mayday ankle belts. Don't forget to post the order for your Mayday ankle belts. Ich verstehe das nicht. Ich kann ankle belts immer noch nicht in diesen komischen Brief eintragen. Das hat ja irgendwie nicht geklappt. Two bells, one stick. Okay, das ist cool, dass das hier unten nochmal alles ausgehängt ist. Und hier haben wir dann die Videos, wobei ich da auch immer noch nicht weiß, wie man die gucken kann, weil man das hier irgendwie nicht abmachen kann. Boah, ich mache aber jetzt, glaube ich, erstmal Schluss. Ich bin echt durch gerade. Mein Hirn ist total matschig. Mir fällt sogar das Übersetzen echt schon schwer. Und ich würde eigentlich gerne wieder zurück ins Dorf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich ja voll viel vergessen habe zu machen. Was haben wir denn heute für einen Tag? Samstag, ne? Ich weiß nicht, ob ich morgen streame. Kommt ein bisschen drauf an, wieder wie es Wetter wird. Aber wenn, dann würde ich das auch nicht so lange machen. Jetzt haben wir ja schon wieder 4,5 Stunden hier gesessen. Ah, jetzt habe ich schon 4,5 Stunden dieses Spiel gespielt. Ich fasse es nicht. Auf jeden Fall an die Leute, die noch wach sind. Ich mir vorstellen kann, dass gewisse Menschen wieder eingeschlafen sind. Hoffentlich. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und auch vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, das können wir auf jeden Fall bald wiederholen. Beziehungsweise hier dann weitermachen. Ich mag das Spiel echt gerne. Ich finde das echt cool hier drin. Und ich hoffe, dass wir uns dann einfach das nächste Mal wiedersehen. Ja, da relativ unregelmäßig, was den Stream angeht. Von daher könnt ihr einfach entweder auf Twitter mir folgen. Ich twitter das ja immer, wenn ich dann anfange zu spielen. Müsst ihr aber auch nicht, wie ihr das möchtet. Und ansonsten ganz vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Nacht, wenn das noch möglich ist. Ich gehe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nochmal duschen und schlafen und ich bin fertig. Aber dann auf jeden Fall bis nächstes Mal. Dankeschön. Oh, ich sollte vielleicht noch speichern. Wenn er jetzt wieder 56 Minuten steht, ne? Ach, guck mal, eine Stunde. Natürlich. Nach 4,5 Stunden steht da eine Stunde. Mhm. Gute Nacht, Michaku. 1 Stunde 7 und... Das ist doch echt... Kann ich irgendwie... Es ist ja alles ein bisschen komisch hier. So, jetzt bin ich aber weg. Schlaf gut.